Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Lang ist es her, wir nähern uns mit großen Schritten dem Season-Ende, denn wir sind bei Tag Nummer 9, also beziehungsweise wir haben noch 9 Tage Zeit, dann ist die Season zu Ende. Ich bin sehr gespannt, was in der neuen Season so passieren wird. Wir haben einige Kisten hier freigeschaltet, werden auch das Oster-Special benutzen, das heißt, es gibt ein sehr, sehr, sehr fettes Case-Opening. Wir schwitzen immer noch auf den ersten legendären Brawler. Ich bin gespannt, ob wir den freischalten werden. Wie ihr seht, habe ich gezockt. Ich habe 594 Trophäen mit Poco Domäne. Ich hoffe, dass wir heute die 600 live zusammen knacken werden. Das wäre sehr, sehr cool. Ich bin stolz, Leute. Ich nähere mich der Rangliste. Vielleicht in der nächsten Aufnahme schon in der Rangliste. Mal gucken. Wir starten mal. Ich will euch mal zeigen, was ich dazugelernt habe. Lasst eine positive Bewertung da, flankt den Like-Button und abonniert auch auf jeden Fall rein, wenn ihr die nächsten Brawl Stars-Folgen nicht verpassen wollt. So, ich habe eine relativ gute Siegquote. Also eigentlich müsste das jetzt First Try hier klappen. Es hängt natürlich auch ein bisschen von den Kollegen ab. Ich spiele natürlich auch immer random und ich habe jetzt hier keinen Sound. So, ich mache meine Special Ability. Gut, dann musst du auch mal in der Nähe stehen bleiben, weißt du, ne? So. Keine einzige Attacke getroffen. Perfekt dann. So, bam, 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 bam. Das waren gute Hits, gute Hits. Oh, der rechts, nice. Und wir helfen ihm. Stark. Superfähigkeit ist noch nicht ready. Ich bin low. Gut, gut, gut. Das war ein sehr guter Angriff. Sehr schön. Oh. Okay. Der rennt rein. Allein. Ganz typischer Anfängerfehler. Nein, die kam im Melee. Komm, Leute. Das dürfte mir jetzt nicht vorhalten. Das kam eine Millisekunde zu spät. Das konnte ja keiner wissen. Machen wir hier. Heilen wir ein bisschen. Okay, der ist komplett lost. Der rennt ja immer allein rein. Und boom, wir heilen beide. Das war ein Money Heal auf jeden Fall. Mhm. Komm mal her, Guter. So, gut, 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 gut. Dich auch noch? Ein gechillt Double Kill von Benzer, so sieht's aus. Okay. Ich bin richtig aus der Puste, Leute. Ich bin nervös. Ich will es euch beweisen, dass ich was dazugelernt habe, Leute. Ihr habt mich immer gehatet, wie scheiße ich bin. Oh, 200 AP. Wir machen ein bisschen Back. Ich kann natürlich was beitragen gerade. Hier den ein bisschen. Perfekt, jeder Schuss daneben. Das sieht aber sehr gut für uns aus. Das ist immer das Geilste, warum ist er trotzdem gestorben? Ich habe ihn doch geheilt. Oh, komm, der ist low. Den machst du. Stark, stark, stark gespielt. Sehr schön. Das Geilste ist immer, wenn du alle Edelsteine zusammen hast und dann bist du auf dem Rückzug und die müssen dir so hinterher rennen und rennen in alle deine Schüsse rein. Das ist immer das absolut Geilste. Ich war gerade abgelenkt, Leute. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Unser mit 14 Kristallen, G zu dem G. Das war ein ganz souveräner Sieg. Und Starspieler Benzer. Was soll ich euch sagen, Leute? Ha, Starspieler Benzer. Ich wäre wirklich so geil, Alter. Ich weiß, das, was ich mache, ist eigentlich saudumm, weil ich spiele vom Prinzip her nur einen einzigen Brawler. Guck mal, ich habe hier noch Brawler. Der hat 0. 0 Trophäen. 8, 16, 24. Spiele ich fast gar nicht. Nur für Quests hier und da mal. Aber ich will in die Rangliste, Leute. Mir ist alles egal. Ich will in die Rangliste. Und ich denke mal, sobald wir diese Star Power haben, neben dem Gadget, dann geht's nochmal richtig runter. Du kannst beispielsweise hier, kannst du, dass deine Super-Attacke, die ja heilt, auch Damage macht bei den Gegnern beispielsweise. Also ich hoffe, dass wir heute im Pack-Opening das ziehen. Und wir haben 600 geknackt. Es gibt Mapmaker-Juwelenjagd-Tageskandidat. Okay, das könnte jetzt ein riesengroßer Reinfall werden, weil ich die Map nicht kenne, aber wir versuchen es. Ach du heilige Scheiße, das hätte ich nicht machen dürfen. Was ist das denn? Okay, wir müssen hier direkt drauf, in die Mitte. So, bum, 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 bum. Wir machen Superheilung auf alle. Zack, zack. Teammate geheilt. Bum. Was ist... Ach so, in der Mitte spawnen die Juwelen. Dann kannst du in alle Richtungen. Okay, okay, ich verstehe. Die Map ist absoluter Trollscheiß. Wieder mal. Ich hasse diese Custom-Maps. Ja, Mann, ey. Wir müssen alle gleichzeitig da reinspringen. Das ist doch nichts. Hey, mein Spawn hat sich geändert. Ach so, man hat nicht immer denselben. Und die, warte, wir müssen warten. Ah, ich hätte warten sollen. Dumm, 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 das war dumm. Die jetzt einfach ein bisschen aufhalten, den hier oben. Ah, das war dumm, ich hätte mitspringen sollen, das war dumm. Bruder, wieso springst du da? Ah, okay. Wir haben gewonnen, ich habe nichts von der Map verstanden. Ich bin auch nicht Starspieler, hat sich auch wirklich auch... Jo, die sind alle schon 10. Ja, ich mag so Troll-Maps nicht, aber ich will jetzt den Map-Creator auch nicht haten. Ja, komm, kriegst ein Like von mir. Aller guten Dinge sind 3, Leute. Den dritten Win will ich es safe noch holen. Puh. 2 von 2 gewonnen, Leute. Da ist auch nichts rausgeschnitten. So, so, so. Wir machen direkt hier den Heiler. Das ist am Anfang immer relativ stark, weil dann die Mates für gewöhnlich immer sehr nah beieinander laufen.
Und go. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir, müssen wir Heilung direkt bereithalten. Nee, der checkt nichts irgendwie. Der macht nichts. Der ist aber der Tank. Oh, ich habe Connection. Oh, jetzt habe ich das Heiling verkackt. Heiling, ja, moin wahrscheinlich. Heiling. Ich habe das Healing verkackt. Oh, der ist... Oh, der ist slow, der ist slow. Ich halte ihn hoch. Jetzt kommt der hier um die Ecke wahrscheinlich. Nee, macht er nicht. Er campt. Ja, der ist ein bisschen... Ah, der war auf seine Mates. Okay, nicht dumm. So, geheilt. Ganz schnell. Oh, das war ein guter Hit. Ah, der ist jetzt nach oben. Der ist nach oben, oder? Ah, nein. Oh Gott, ist er nicht. Oh, Gadget aktiviert. Oh, danke, Kollege. Das war wirklich Money gerade. Jetzt hier nochmal so einen leichten Damage, wenn die mir entgegenkommen, so im Lauf. Und bumm. Okay, das hat nicht geklappt. Der hat geklappt. Wir haben das hier. Bumm, den heilen wir. Wäre nicht nötig gewesen. Der hat den absolut weggewotschottet, den Gegner. Das ist ja wirklich eine komplette Dominierung. Was ist denn hier los? Heilung, rausgeknüppelt. Schön. Schön. Oh. Oh, der hat noch 2 HP, ne? Haha. Boom! Oh! Das war sein Kill, scheiße. Oh, wo kommt der denn hergeflogen? Wir heilen. Okay, sehr schön. Boah, ich weiß nicht, ob ich da der Starspieler bin. Das war auch gut. Das war wirklich ganz, ganz krank dominiert. Wir sollten jetzt aber ein bisschen nicht so killgeil sein, ein bisschen zurücklaufen, Kollege. Man muss es jetzt auch nicht drauf anlegen, ne? Ich meine, ja, die Gegner reißen ja nichts gerade, aber. Wer denn Starspieler? Ich glaube nicht, oder? Nee, ja, der war auch. Ja, aber auch 10, ne? Guck mal, der hat safe schon seine Star Power auch und so. Weiß ich nicht, ne? Ich hoffe wirklich so sehr, das wäre so geil, wenn wir die Star Power jetzt ziehen. Okay, wir machen Opening. Wir beginnen mit den Dingern hier. Große Box. 3. Reinfallen. Die geben wir safe. Ich weiß, das ist mega dumm, dass ich das jetzt mache, aber egal, wir geben den. Verfügt bereits über die maximale Anzahl an Powerpunkten. Aber du kannst doch auch Stufe 10 werden. Okay, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, warum ich das ihm jetzt nicht geben kann, weil der kann doch auch Stufe 10 sein. Okay, egal. Dann geben wir einfach dem Lowsten das. Ist ja auch kein Problem. Power 6 haben wir hier ein paar Mal. Power 4 hier, komm, Abfahrt. Und wir haben einen neuen Brawler. Nämlich Dynamike. Boom. Schmeckt. So, das war es an der Stelle. Jetzt haben wir hier den Brawl Pass. Wir haben eine große Box. 3, das ist nix. Kotelett. Oh, Robin Roofs. Ist das ein Champ oder ist das nur ein Skin? Ah, ist ein Skin. Okay, alles klar, das ist mir schon. Oh, jetzt und 6! Das ist gut. Penny, Jessie, Shelly und Star Power. So wichtig. Geil. Wenn Pocos Angriff einen verbündeten Brawler trifft, wird dieser um 700 Trefferpunkte geheilt. Wenn Pocos Angriff... Ah, das heißt, wenn ich meinen normalen Angriff mache auf einen Gegner und auch aber einen Kollegen hitte, weil er am Weg steht beispielsweise, wird der zusätzlich geheilt. Markenverdoppler, den kriegt man ja gefühlt immer. Okay, aber warte mal, lass mal kurz checken. Ich glaube aber, die andere ist tatsächlich besser, oder? Was ist denn die andere? Super Skill trifft jetzt auch Gegner und ver... Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist diese Star Power, ist die... Okay, das... Ach nee, ich habe ja Power Level 10 schon. Ach, der ist jetzt von 9 auf 10 gestiegen, weil ich eine Star Power habe, oder wie? Verstehe ich das jetzt richtig gerade? Weil der war ja gerade noch 9, oder? Oder bin ich dumm? Nee, der war safe 9. Ah, der ist jetzt gestiegen, weil ich diese Star Power habe. Okay, verstanden. Die Frage ist, das werde ich gleich herausfinden, ist diese Star Power etwas, was man immer hat, oder kann man das auch nur einsetzen? Weil das ist natürlich sehr entscheidend. 3, Kacke, nix da. Komm, mal eine 7, gönne 7. Oh, 5, schade, nix. Oh, doch was Neues. Ach, man, verdoppelt wieder, Kacke. Und wir haben 6 große Boxen hier auch freigeschaltet. Das kippen wir jetzt wirklich mal ganz schnell durch, weil ich glaube nicht, dass wir hier was aus den Boxen ziehen werden. Oh. 2 große Boxen haben wir jetzt noch. Ja, man kriegt halt so kranke Markenverdoppler. Ne? Das habe ich ganz ehrlich nicht mehr normal. Gut, wir sind durch. Ab zum Osterangebot. 8 fette Boxen haben wir nochmal. Fette Heimer. Die erste. Und 6. Ah, ist bestimmt wieder Markenverdoppler. Ne? Das ist voll der... Ach nee, oh. Ah, Gadget. Oh, pff, weiß ich nicht. Ja, nicht schlecht, aber... Ist eigentlich auch ein starker Brawler. Aber ich lasse mir sogar nichts drin. Danke dafür. Ja, Markenverdoppler. Das Magenverdoppler fake voll, ne? Man denkt dann immer, da war auch nichts, das war noch 5. Hier ist 5, auch nichts. Jetzt, ob ich jetzt nur ein Gadget rausziehe. Komm, gönn mal. Na, 8. Ach, 5, schade. Okay, auch nichts. Und nächste. 8.
Oh, okay, 8 ist auch zu viel. Ja, Markenverdoppler, oder? Ja. Komm, eine 6-0. 6, was Neues, wichtig. Und wir kriegen... Ja, die zweite Star Power. Dezibel-Dusche. Okay, ja, das ist geil. Geil. 6, wieder 6, noch was Neues. Also wahrscheinlich ein Gadget oder vielleicht ein legendärer. Ein Brawler. Oh, Surge. Ein chromatischer. Surge ist Beschützer und Party-Profi. Er beschießt seine Gegner mit Energiedrink-Projektilen. Oh, jo, Red Bull-Brawler. Einfach die sich beim Aufprall. Es gibt aber auch Monster. Und es gibt auch noch ganz viele andere Energies. Ich will ja keine Werbung machen jetzt hier. Surge, okay. Mhm. Warte mal, steht nicht immer in der Beschreibung, welche Seltenheit der als aktuellen der Season hat? Wo ist er? Hier. Surge, warte mal, hier. Diese Saison entspricht die Chance, Surge freizuschalten, der Seltenheit episch. Naja, ne, episch ist halt aber... Na okay, ich bin zufrieden, Leute. Wir machen jetzt definitiv noch ein Match, wir gucken, was für einen Unterschied das macht. Wir machen, glaube ich, das hier. Dass der normale Angriff auch Kollegen heilt. Ich glaube, das ist auch sehr OP. Star Power. Wir schauen, wie OP. Ah, okay, man hat sie auf jeden Fall immer. Man muss sie nicht einsetzen. Das macht das halt... Das macht ja wirklich einen kranken Unterschied. Oh, shit. Das ist ja... Okay, ich würde sagen, ich nehme mal kurz die Heilung. Jetzt. Aber komm, jetzt sag ich Heilung an. Das musst du auch reinpushen, Kollege. Er campt einfach rein ab. Nee, lohnt nicht. Wir brechen ab. Mein Display ist so schmierig, ne? Es ist voll... Och, das hat, glaube ich, nicht gehittet, oder? Schade. Wir machen kurz... Gadget, so heißt das, genau. Oh, das sieht sehr gut aus, Gut, guter Kill. Und wir heilen den mal kurz. Das Krasseste ist halt, klar, du kannst jetzt halt auch gezielt die Leute heilen, ne? Klar, ist das ist auch schon stark. Aber du kannst, während du Damage machst, sie einfach mitteilen, wenn sie so, gerade wenn du nah, ich glaube in Kombination mit Nahkämpfern, ist es halt ganz, ganz krank. Ich habe einfach so ein Blind hier gemacht, weil ich dachte, er kann es gebrauchen, aber ja, die liegen jetzt halt zum Spawn. Das ist natürlich, der wurde ja nicht anders gelöscht. Hinter uns. Pokodomene, es kann nur einen wahren Pokodomene geben. Die Heilung war wirklich komplett lost von ihm, den hatten wir da geheilt. Ich heile lieber ihn, er ist der Damage-Outputter. Ich habe mich geopfert, Leute, sozusagen. Ich habe mich geopfert, weil der mehr Damage macht. Da habe ich lieber ihn geheilt, als aus ihm hat er auch die ganzen Steine. Das Geschütz hier ist stark. Boah, guter Leck auf jeden Fall an der Stelle. Danke. Hammer, hä? Nein! Es ist echt schwer zu spielen, weil erstens ist mein Display, weil ich das so komisch halten muss für die Aufnahme, ist das übelst cracked. Und zweitens, okay, das war okay. Vielleicht ein bisschen mehr noch einsammeln. Nee, okay, war nicht. Und jetzt schön dieses, wenn sie dir entgegenlaufen müssen, den schöne Free-Hits drücken. Ha! Das ist immer das Beste. Das geht ja hier nämlich rein. Er muss halt erst unter Zeitstress. Dann kriegst du dadurch halt auch immer die Ulti geschenkt. Keine Ahnung, wie mein... GG! Neue Runde, neues Glück mit unserem neuen Brawler. Also jetzt ein 0-Trophäen-Match. Ich kenne den habe ich schon häufiger mal gespielt. Also der war immun, das war natürlich auch komplett los von mir jetzt. Zack. Und was können wir jetzt? Ah, ich glaube, dann wertet der sich auf, wenn ich die Ulti jetzt mache, ne? Genau, jetzt habe ich 2 Sterne. Bin ich jetzt stärker? Okay, der ist anscheinend weggerannt inzwischen. Ich glaube, man, ich hätte mir vielleicht die Beschreibung durchlesen sollen, aber ich glaube, man wird stärker, je mehr Ultis man macht, ne? Weil man, ich habe auch schon Leute mit 3 gesehen und so. Bum, bum, bum. Wir machen noch eine Ulti und jetzt haben wir 3, genau. Stark. Zack, zack. Boah. Wenn du diese Star Power abluchst, kannst du, Power Cubes abluchst, kannst du direkt mal vergessen. Und wir haben 4. Boah, ich glaube, so einen hohen Rang habe ich noch nie gesehen. Aber ich spiele natürlich auch gegen. Bots, glaube ich, weil ich noch 0 Trophäen habe. Bam. 5. Ah, höher geht nicht. Okay. Ja, aber es muss doch höher gehen, oder? Dann mache ich wahrscheinlich einfach Damage mit Attacken, ne? Wenn ich noch treffen soll. Boom. Tschüss. Ah, absolut zerstört mit der Super-Attacke, ey, GG. Das war's mit der heutigen Episode Brawl Stars. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Ich fand's sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Lasst unbedingt eine positive Bewertung, da werden euch auch auf die neue Season freut. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.